Hi Leute und herzlich willkommen zu einer verschneiten Folge von den Tiefkühl-Simulator. Mittlerweile schon zur fünften Folge, aber wir sind immer noch minus 17.000. Ja Leute, es tut mir leid. Das hätte ich mal wieder rausschneiden. Heute ist es so, heute gibt es halt kein Intro oder was, sondern ich schneide nix. Ich probiere mal. Wie ist es? Oh, 10 sind geil. 1900. Digga. Okay. Ja, ich schneide das wieder nicht. Ich schau mal, wie es bei euch ankommt. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst ein Like da und ein Abo würde mich freuen. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich es schneide, lasst ein Like da. Oder wenn ihr es nicht wollt, dass ich schneide, dann lasst ein Dislike da. Wenn ich ehrlich bin, ich wäre eher dafür, dass ich schneide, weil mir macht irgendwie Schneiden Spaß. Aber ja, ich würde sagen, wir füllen gleich mal alles nach. Der Fisch, da kommt noch Fisch rein. Da ist alles voll gefüllt. Genau, dann da, das verkaufen wir jetzt einfach. 1800. Da füllen wir gleich mal nach. Dann bei denen füllen wir auch gleich nach, was natürlich noch nicht geht. Das verkaufen wir. Denn ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, wie wir es sozusagen umbauen könnten. Deswegen das kommt dahin. Genau, dann das kommt. Das schieben wir da dran gleich. Dann können wir das ein bisschen mehr. Wo muss ich machen? Da, genau. Öffnung des Geschäftes. Cool. Dann können wir das nehmen, verschieben, drehen einmal hin. Genau. Weil dann kommen da noch ein paar zwei Regale, die kann ich aber jetzt nicht, weil ja, wir haben nichts. Ich muss sagen, wir packen halt aus. Zum Beispiel, da will ich jetzt mal, wenn ich schnell den Cut machen und wenn ich fertig bin, wieder loslegen auf circa. Aber es muss ja das alles anfangen, es tut mir leid, aber ich glaube, die nächsten Videos schneide ich, aber ja. Ein bisschen schneller, bitte. Die da dann noch auspacken. So, schnell drehen. So. Dann das da dann noch. Genau. Oh, da sollte ich auch mal hingehen. Aber ja, dann packe ich noch das aus. Und dann gehen wir mal wieder raus. Dann packen wir da alles ein. Was rede ich? Einräumen. Keine Ahnung, was ich rede. Da füllen wir nochmal nach. Also ne, da müssen wir es umändern. Ich würde sagen, da kommen sozusagen die Onion Rings. Keine Ahnung. Drink. Keine Ahnung, wie die heißen. Aber auf jeden Fall Onion Ringe. Zwiebelringe kommt dort hinein und dort kommt mit mir das andere rein. Genau, das beschrifte ich dann noch. Ich würde sagen, das machen wir dann am nächsten Tag. Heute räumen wir mal alles rein, schauen, dass wir wieder Geld bekommen. Weil, ja, wir sind noch immer Minus. Das ist etwas, ja, suboptimal. Aber, ja. So, der nimmt sich da, Fisch ist voll. Dann packen wir da noch schnell alles hinein. Genau. Dann da packen wir noch schnell alles hinein. So, dafür noch mal da Fisch nach. Dafür noch mal zwei Fische nach. Anderes voll. Ja. Ja, das packen wir schon aus. Das sind die paar Pizzas. Ja. Hallo Leute. Wartet ihr? Bitte kauft was. Bitte, bitte, bitte. Ah ja, alle schön kaufen. 90 nur. Ah, meine zwei besten Mitarbeiter. Ich habe nur zwei. Das hätte ich mal wieder rausgeschnitten. Ihr seht, wie viel schief geht, aber ja. Okay, Ole, bitte. Bitte und Karin, bitte. Ihr seid gut. Ja, sag mal. Ole, was machst du denn da? Bitte, bitte mach alle glücklich. Ich brauch Geld. Ich bin immer noch im Minus, ey. So. Dann, ja, warten wir mal hier. Bis Kunden kommen. Ja, da wollen wir nichts mehr ausbauen, denn da ist alles leer. Aber ja. Bitte kommt Fisch, ja. Oh, hallo. So, ach, da kommen wir gleich hin. Okay, bitte. Ja, genau, es läuft mir von der Nase weg. Ich meine, es gibt's ja nicht. Aber den. So, ich zeige Ihnen Essen. Essen. Was haben wir alles? Essen. So, Schnellzuge und... Oh ja, dir, was weiß ich, wie das geht. Oh, ey. So, dann da füllen wir noch mal schön Fisch nach. Für die Kunden muss immer alles
sozusagen gefüllt sein. Ich sehe so, die glaube ich schon so wieder rausschneiden. Aber ja. So, oh, es ist schon Feierabend. Ja, wir füllen da nochmal schnell nochmal. Dann da nochmal schnell. So, meine Mitarbeiter, laufen ich noch nach. Ihr könnt schon mal gehen, ich fülle noch schnell nach. Und ja, ich will mal sagen, wir gehen auch. So. Minus 22.000, bist du der... Nein. Suche Bankrufen. Nein. Ihr Geschäft... Okay, Leute, ich fasse es euch schnell zusammen. Es wurde so gesagt, ja, unser Geschäft muss schließen, weil wir zu hohe Kosten und zu viele Minus sind. Ja, Leute, das war's mit der Folge von den Tiefkühlsimulator. Das war's mit den Tiefkühlsimulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, demnächst kommt noch ein anderer Simulator, aber ja, wir waren zu viele Minus, wir haben es nicht geschafft. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, lasst ein Like da. Tschüss!